Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde aus der Asche. Also, wir sind immer noch bei Buch 1 und wir haben Kapitel 2 Jack fertig. Was wir getan haben in der letzten Folge war, du hast ein Reh erlegt und erfolgreich geräuchert. Du bist Tom Bilders Familie begegnet. Du warst freundlich und hast Martha zuerst Suppe gegeben. Alfred scheint deine Anwesenheit zu tolerieren. Du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Und du hast Informationen über Jack und Ellens Leben als Outlaws gefunden. So, wir akzeptieren das. Oh, und weiter geht's. Kapitel 3. Die Verschwörung. Palast von Bischof Valoran Biggott. Ich konnte es nicht schnell genug lesen. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder Philipp. Stimmt, er sollte jetzt zum Bischof. No, erstmal hier Pony. Ich kann das nicht. Was, wenn ich versage? Was, wenn ich es schaffe? Erstmal nochmal das Pönnchen hier. Dein Bruder ist manchmal so störrisch wie du. Pönnchen hier streichen. Aber ich vertraue ihm. Der Bischof muss diesen Brief sehen. Ja, und ich muss einen automatischen Speicherstand abwarten. Achso, ich kann gar nicht. Sollte nicht hier sein. Vielleicht empfängt der Bischof mich nicht. Ich bin nur ein einfacher Mönch. Fässer mit Äpfeln. Wer bin ich, dass ich in der Nacht zum Bischof schleiche? Wie ein Dieb. Oh, Fässer mit Äpfeln. Da muss ich definitiv mal hin. Mein Pony muss bald fressen. Sollte ich welche nehmen? Nimm Äpfel. Ich nehme mir nur ein paar. Ist es denn Diebstahl? Wir geben das jetzt erstmal dem Pony. Da, das magst du, oder? Du hast immer noch Hunger, was? Kann ich denn noch welche nehmen? Ich habe mir schon ein paar genommen. Ich sollte mir nicht zu viele nehmen. Okay. Warum sollte der Bischof mich empfangen? Meine Kapelle in St. John ist kleiner als dieses Nebengebäude. Stallungen voller Heu. Eine Pforte. Ich sollte mein Pony füttern. Nehme ich mir einfach etwas Heu? Mein Pony muss fressen. Ich mag nur eine kleine Zelle leiten, aber das heißt nicht, dass meine Sache nicht wichtig ist. Gefällte Bäume. Was liegt hinter dieser Pforte? Oh, ich darf mich nicht so ablenken lassen. Nein, wir haben ja was vor, stimmt. Okay, wir müssen jetzt erstmal das Pony nochmal füttern. Und dann gehen wir rein. Da. Ja, lass uns jetzt einfach reingehen. Bringt ja sonst nichts. Warum muss ich nur so unsicher sein? Ich vertraue Francis. Er kennt sich mit diesen Dingen aus. Wie kann ich euch helfen? Ich muss den Bischof sprechen. Wen darf ich dem Herrn Bischof ankündigen?
Ich bin der Prior von St. John in the Forest. Und was soll ich Bischof Walleran als den Grund eures Besuchs nennen? Der Herr Bischof besteht darauf, dass ich diese Frage an Besucher richte. Ich fürchte, das kann ich nur dem Bischof selbst sagen. Der Herr Bischof möchte im Voraus Bescheid wissen. In diesem Fall werden wir eine Ausnahme machen müssen. Bitte wartet hier. Wie lange soll ich jetzt warten? Der Bischof könnte mich sehen. Ich bleibe besser auf dem Weg. Der Bischof könnte... Ah, da. Hallo? Ja? Der Herr Bischof empfängt euch jetzt. Er denkt sich gerade bestimmt so, shit. Der Bischof. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Walleran Bigot. Bitte, setzt euch. Vielen Dank, ehrwürdiger Herr. Bitte nennt mich Walleran. Timothy berichtete mir, ihr seid der Prior von... St. John in the Forest, ehrwürdiger Herr. Dann seid ihr wohl Philip von Gwynedd. Ich bin überrascht, dass ihr meinen Namen kennt. Als Bischof bin ich ex officio Abt von Kingsbridge. Was? Daher muss ich davon wissen. Nun, Gott hat uns in St. John gesegnet. Ich wünschte, von der Priorei Kingsbridge könnte man das Gleiche sagen. Sagt mir, Prior Philip, was bringt euch zu so einer späten Stunde hierher? Timothy sagte, ihr wolltet es nur mir erzählen. Erwähne Graf Bartholomew, hust laut gegen den Kloß im Hals, erwähne den neuen König. Erwähne Graf Bartholomäus. Graf Bartholomäus von Shiring, kennt ihr ihn gut? Als Bischof muss ich mich mit Politik befassen. Es ist immer gut, wenn die Kirche ein Wort mitredet. Bartholomäus ist ein störrischer Kerl. Er widersetzt sich all meinen Ratschlägen. Und ich bin sein Bischof. Ich habe dasselbe über den Grafen von Gloucester gehört. Woher wisst ihr davon? Steht euer Bruder Francis nicht im Dienste Graf Robert von Gloucesters? Hat er es euch erzählt? Lüge. Verzeihung. Ich hörte es in einem Gasthaus auf meinem Weg nach Kingsbridge. Leider sehe ich meinen Bruder nur selten. Ihr müsst beide sehr viel zu tun haben. Aber wieso bringt ihr die Politik zur Sprache? Sagt mir, Philip, warum seid ihr hier? War es falsch von mir, zu euch zu kommen, Herr Bischof? Hätte ich den Brief besser zum Sheriff von Shiring bringen sollen? Justus ist gottlos, arrogant und korrupt, wie alle Sheriffs. Philip, woher habt ihr diesen Brief? Erwähne Francis nicht.
Ich habe ihn unter Prior James' Dokumenten in Kingsbridge gefunden. Ich bin dort ein paar Tage zu Gast. Prior James. Möge er in Frieden ruhen. Hat er nicht befohlen, dass alle Dokumente verbrannt werden sollen? Ihr wisst davon? Subprior Remigius hat es mal erwähnt. Ich habe die Brüder gebeten, James' Dokumente nicht zu verbrennen. Sie waren einverstanden. Ah ja. Und dort habt ihr den Brief gefunden? Ja. Timothy, lass uns allein. Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nein, nur den Brief. Der Bote, der ihn bei sich trug, hatte einen Unfall und starb bei Kingsbridge. Im Krieg würden so viele sterben. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Das Buch Hiob. Aber dies ist nicht das Werk Gottes, sondern des Grafen Bartholomäus. Ihr seid wahrlich der Mann, von dem ich so viel gehört habe. Ich werde mit Freunden von mir reden. Beten wir dafür, dass wir Graf Bartholomäus' Pläne vereiteln können, bevor es zu spät ist. Ihr habt eine mutige Tat für die Kirche vollbracht, Bruder Philipp. Eine wirklich mutige Tat. Ihr solltet jetzt nach Kingsbridge zurückgehen. Und kein Wort davon zum Sheriff, ja? Ich breche sofort auf. Kein Wort davon zu irgendwem. Verstanden. Warum traue ich der ganzen Sache nur irgendwie nicht? Was wäre eigentlich passiert, wenn wir unser Pony nicht gefüttert hätten? Wäre es dann umgekommen? Der Bischof könnte mich sehen. Ich bleibe besser auf dem Weg. Ja, okay, dann gehen wir zu unserem Pony. Zeit aufzubrechen, alte Freundin. Die Höhle. Hast du genug Proviant eingepackt? Es wird eine Weile dauern, bis es wieder irgendwo geräuchertes Wild gibt. Ja, ich habe genug genommen. Hat jemand Martha gesehen? Die ist pissen gegangen. Ich suche sie. Bin gleich wieder zurück. Der hat aber ein bisschen Angst, so ein kleines Mädchen alleine im Wald. Du bist auch Steinmetz, stimmt's? Mhm. Was hast du bisher gebaut? Jack würde sicher gern etwas über deine Arbeit hören. Häuser. Ich haue vor allem Steine. Ich habe noch nicht viel gebaut. Da weint doch einer. Sein. Ja. Da ist doch die Martha. Tom sucht dich. Ich will hier nicht weg. Es ist so gefährlich da draußen. Da draußen gibt es Räuber. Ich habe eine Schleuder. Ich habe eine Schleuder. Vielleicht kannst du mir ja beibringen, wie man sie benutzt. Jederzeit. Gewöhnlich beschützt mich Papa. Aber er kann auch nicht immer da sein. Ich muss lernen, mich um mich selbst zu kümmern. Ich werde immer für dich da sein. Oh, süß. Ich werde für dich da sein. Oh. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Du musst doch auf dich und deine Mama aufpassen. Oh, ich muss mich einmal umsetzen, das und muss ich. Ich will hier bleiben, wo es sicher ist.
Lass sie in Ruhe, gib ihr die Strohpuppe. Ja, genau, gib ihr die Strohpuppe. Das ist gut. Das hier ist Karl der Große. Er wird dich beschützen. Oh. Bin ich seine Prinzessin? Das bist du. Zusammen seid ihr mutig, schlau und gebt niemals auf. In Ordnung. Ich muss standhaft sein. Danke, Jack. Martha, wo bist du? Komm. Wir gehen auf ein großes Abenteuer. Oh, jetzt müssen wir reisen. Unterwegs verriet ich Martha die Namen meiner Bäume. Da war die Birke Jerusalem und die Eichen Alexandria und Byzanz. Als ich ihr Rom zeigte, lachte sie und benannte einen Apfelbaum Southampton. Je weiter wir gingen, desto fröhlicher wurde sie und taufte alle neuen Bäume Winchester, Bath, Salisbury, während ich immer stiller wurde. Schließlich stießen wir auf eine große Straße. Dieser Weg führt nach Shiring, sagte Tom. Das war für mich der seltsamste Name von allen. Verlassen den Wald. Gegen Mittag hatten wir den Rand der Stadt erreicht. Mama gab uns ein paar getrocknete Pflaumen zu kauen, während sie mit Tom diskutierte, ob wir uns direkt in die Stadt begeben oder daran vorbei zum Palast des sogenannten Bischofs gehen sollten. Tom hoffte, Arbeit am Palast zu finden, aber Mama war nicht wohl dabei. Ich würde meiner Mutter erstmal vertrauen, ne? Wir gingen in die Stadt. Mama schien froh zu sein, dass wir direkt in die Stadt gingen und nicht zum Palast. Diese Kirchenmänner sind alle Betrüger, sagte sie. Aber sie sind vielleicht die einzigen hier, die einen Steinmetz anheuern würden, antwortete Tom mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Wir gingen weiter auf die Stadt zu oder doch noch zum Palast? Wir gehen weiter in die Stadt, komm. Shiring war voller Menschen, die Arbeit suchten. Mama und Tom hörten sich um, während wir uns auf dem Markt ausruhten. Alfred sah mich an, als wollte er mir eine runterhauen. Aber ich hatte nur Augen für die Gebäude mit ihren wunderbar geraden Mauern. Schließlich rief uns Mama rüber. Es hieß, der Graf von Shiring würde alle möglichen Leute einstellen. Im selben Moment hörte ich einen Mann in einer Kutte plötzlich ausrufen: Diese Stimme! Das ist sie! Die Hexe! Sie war vor 10 Jahren hier! Aber außer mir schenkte ihm keiner Beachtung. Oh, Gott sei Dank! Castle? Burg des Grafen Bartholomäus, Shiring. Ach. Bartholomäus, oh. Du schätzt mich vollkommen falsch ein. Ich wäre ein hervorragender Gemahl. Ich bin allerdings bereit, dir deinen Fehler zu verzeihen, wenn du nun einwilligst. Dir geht es doch nur um die Ehre deiner Familie. Ich sollte dir vermutlich von meiner Mutter erzählen. Sie war ein fröhliches Mädchen, voller Freude und Hoffnung, bis sie meinen Vater heiratete. Er war kein schlechter Mensch, aber streng und kalt. Sie hasste ihre Ehe so sehr, dass sie daran zugrunde ging. Willst du damit sagen, dass du mich nicht magst? Bei dir dreht sich wirklich alles nur um dich. Die Gefühle anderer sind dir vollkommen fremd. Du bist plump und ungehobelt und kannst noch nicht mal richtig lesen. Was hast du erwartet? Du wirst deinen Fehler schon noch einsehen. Und dann werde ich nicht mehr so gnädig sein. Tja, was will er denn? Na dann,
Hoffen wir mal, dass der Graf wirklich Arbeit hat. Ja, bitte. Ich bin am Verhungern. Alfred, du weißt, was zu tun ist. Halt die Augen auf, bis ich zurück bin. Und Jungs, macht keinen Ärger. Wonach soll Alfred die Augen aufhalten? Er soll nach Sachen gucken, die kaputt sind. Viele wissen gar nicht, dass sie ein Steinmetz brauchen, bis man sie mit der Nase draufstößt. Papa könnte ihre Mauern flicken oder ihnen ein Haus bauen. Ein Mann kann ganz allein ein Haus bauen? Darf ich zugucken? Ja. Lern, was du kannst. Aber geh nicht zu weit, hörst du? Ich will doch einfach nur was essen. Ach, guck mal, sie malt für die Kleine. Oh. Sie ist an so vielen Orten gewesen und weiß so viel über das Leben. Nicht mal dieser Ort bringt sie noch zum Staunen. Was ist los mit Mama? Sie wirkt so anders. Mal ist sie fröhlicher, mal grantiger als sonst. Er sieht ein bisschen aus wie Tom, aber ist doch ganz anders. Sind alle Jungen wie er? Ist das eine Burg? Sieht ganz anders aus als unsere Höhle. Riesige Steinhaufen. Okay, komm. Wir haben hier den Brunnen. Guck mal, der ist putte. Der Brunnen ist doch kaputt. Jack, pass auf. Sonst fällst du noch rein. Hier unten. Gehen wir mal hier lang. Sie malt für sie die ganze Zeit. Das ist total süß. Sie hat ihm einfach einen Korb gegeben. Und der Graf hat es ihr auch noch erlaubt. Was für ein Skandal. Aber William Hamley ist ja auch ein Trottel. Ich würde ihn auch nicht heiraten. Sie ist so ein nettes Mädchen. Sie hat wirklich Besseres verdient. Die ist doch genauso arrogant wie ihr Vater. Quatsch. Das ist die Stärke der Art. Hallo, mein Name ist Jack. Die müssen so sein, sonst respektiert die doch keiner. Genau, die macht das schon. Ihr Bruder macht mir da mehr Sorge. Aus dem Feigling wird doch nie ein anständiger Graf. Zumindest weiß er, wie man... Geh den Wehrgang hinauf. Ja, was für ein Rotzbengel. Dürfen wir das überhaupt? Oh ja, Tatsache. Man gibt doch Ärger, oder? Ach, guck mal, hier ist ein Ritter. Was willst du, Junge? Willst du einfach nur rumstehen und glotzen? Na, von mir aus. Dann zeig mal, was du kannst. Bist du ein Ritter? Klappe. Reden gilt nicht. Du bist gut. Du könntest mit dem Blick ein Wildschwein töten. Zack, mittendurch. Hast du das schon mal versucht? Ein Wildschwein töten, meine ich, mit dem scharfen Blick? Nein, aber ein Reh mit einem Stein. Weißt du, was mit einem Jungen passiert, der behauptet, er hätte ein Reh getötet? Das darf nur der König, richtig? Ja, oder die Königin. Oder wer auch immer seinen Arsch Ende des Sommers auf dem verdammten Thron hat. Früher durften alle jagen, aber jetzt haben wir anständige Zeiten. Anständig und ordentlich. Naja, wenigstens was das Abschlachten von Rehen angeht. Wirst du bald kämpfen? Warum fragst du? Na gut, ich will dir was verraten. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Welche Farbe hat deine Kacke, Junge? Was? Braun. Braun. Nett. Meine ist grau.
wie Asche. Aber das sollte ein Geheimnis bleiben. Die Farbe meiner Kacke geht weder dich noch sonst wen was an. Also Aha. behältst du das besser für dich. Kapiert? Okay. Bist du ein Ritter? Na klar, was denn sonst? Wenn ich bloß zum Brotbacken da wäre, hätte ich mein Leben umsonst riskiert. Ich sag dir, Junge, such dir eine Arbeit, die sich lohnt. Keine, wo du dir jedes Mal ein neues Pferd kaufen musst, wenn dir einer den Arsch versohlt. Ein Ritter zu sein ist teuer. Vor allem, wenn man auch noch ein Säufer ist. Klasse. Verdammt, hätte ich's doch vorher gewusst. Hm. Was für ein seltsamer Junge. Er ist ja klasse drauf, ey. Ach, jetzt komme ich da hinten runter, genau. Sie behandeln ihre Tiere wie Menschen. Ein Haus für Pferde. Das müssen gute Leute sein. Ritter. Seid ihr Ritter? Klar. Wieso? Willst du auch einer werden? Ein Ritter wie ihr? Pass auf. Stibitz uns Essen aus dem Bergfried und wir nehmen dich vielleicht in die Lehre. Sehr gut. Eine passende erste Lektion für einen Knappen. Ja, klar, ey. Oh, es hat gespeichert. Kann ich das nutzen? Ja, ich muss das nutzen, Leute. Ich muss jetzt nämlich schon 3 Minuten eher Schluss machen. Weil, wie gesagt, das Spiel speichert ja nur automatisch. Dann sage ich ja mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.